Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8 Hype! Im letzten Part haben wir für die Waldeulen gearbeitet und haben den Präsidenten entführt. Mit krassen Zug, Action, Emulchi Pro Moves. Guckt euch einfach an. Aber in diesem Part werden wir nur mit dem Präsidenten reden, würde ich sagen, ne? Viel Glück, ich werde hier warten. Okay. Ja, richtig, Renoir hat ja gesagt, die schlafende Prinzessin der Waldeulen. Sie hat ja gesagt, au Arschloch. Redet mit mir, wenn du bereit bist. Wisst ihr, was wir machen werden? Wisst ihr, was wir machen werden? Wir reden jetzt mit ihr. Fertig? Okay. Legen wir los. Präsident Dehling? Dir passiert nichts, wenn du keinen Widerstand leistest. Liebes Fräulein, was passiert denn, wenn ich trotzdem Widerstand leiste? Ah! Was ist? Es tut mir schrecklich leid. Ich bin nicht der Präsident. Man nennt mich einen Double. Es heißt, dass es in Timba viele Widerstandsgruppen gibt. Wir haben euch hierher gelockt, dass ihr so einfach hereinfällt. Ausgesprochen niveaulos. Niveaulos? Jetzt haben wir lang genug gesessen, mein Fräulein. Zeig mir bitte, was mit mir passieren soll, wenn ich Widerstand leiste. Holy fucking shit! Dafür, dass ihr niveaulos seid, war die Idee nicht schlecht, aber niemand darf sich dem Präsidenten widersetzen. Oh, du Scump, du wirst sehen, wie wir uns widersetzen können. Holy shit, da waren wir ganz schön beschissen. Das ist gar nicht der Präsident, das ist der Zombie-Dent. Ich bin der lustigste Mensch der Welt. Reingefallen. Alter, hör auf, Sale zu beißen. Oh fuck, wieso ist der nicht Dingens? Hey, wieso sind die beiden nicht? Oh, das könnte ein Problem werden. Okay, er hat nur Vita, haben wir ihn einfach aufs Maul. Das könnte ein Problem werden. Wieso sind die beiden nicht gekoppelt? Was ist passiert? Nee, sorry Leute. Sorry Leute. Ich cut euch das mal kurz. Ich will nämlich die AP für die anderen GF. Was los? Wir sehen uns gleich wieder. Hier bei dem Kampf wieder. Wenn die auch gekoppelt sind. Goddammit. So Leute, da wären wir wieder. Ich habe alle gekoppelt, alle ausgerüstet, alles cool. Jetzt bekommen auch alle AP, wenn wir gewinnen. Das ist schon ganz praktisch. Und ich habe Squall noch von Ifrit Stärke plus 20% gegeben. Aber wird das schon passen? Ich habe jetzt nicht gedrückt, dass er 200 irgendwas gemacht, weil ich gerade voll verpeilt war, aber egal, es passt. Bis jetzt hat der Typ ja nicht viel drauf. Also von dem, was wir gerade auch gesehen haben. Vielleicht soll ich mit ihr einfach zaubern. Oh, ich habe wieder nicht gedrückt, ups. Ist er tot? Nee, okay. Nur fast. Was zum Teufel passiert mit ihm? Das ging schnell, bis er sein wahres Gesicht offenbart. Ist ja ein ekelhaftes Vieh. Verdammtes Biest! Wir drawen mal, was der Junge mal hat. So. Tobsucht. Okay. Das ist interessant. Seine Verteidigung ist deutlich gestiegen. Uncool. Versuch du dir ein bisschen doppelt zu lagern, weil ich glaube, das ist ganz praktisch. Zombie. Ich weiß gar nicht, ob uns das so viel bringt, um ehrlich zu sein. I don't know. Tobsucht, Motherfucker. Tobsucht wäre vielleicht halt gar nicht so übel. Ja, jetzt geht's natürlich richtig heftig ab. Okay, versuchen wir ein bisschen Tobsucht zu lagern. Und er haut einfach weiter aufs Maul. Das passt. Und Sam, mit dem würde ich sowieso die ganze Zeit angreifen. Das ist schon okay, dass er getobsuchtet ist. Safe wäre ein größeres Problem. Oh, scheiße. Okay, jetzt heilen wir sie aber mal. Weil ich brauche ihren Draw. Ich brauche ihren Draw, Leute. Das ist wichtig in der Minecraft-Welt.
Vielleicht sollte ich sie doch mit Mega wieder heilen lassen. Ich glaube, das wäre ganz schlau. Aua, okay, never mind. Scheiße. Ich hätte sie vielleicht doch eher heilen sollen. Naja, whatever. Phoenix-Feder. Vielleicht könnte auch ein Heilzauber gegen ihn irgendwas bringen, weil er ein Zombie ist, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber selbst wenn, wäre das ziemlich lame Art, ihn zu töten, finde ich. Oh mein Gott, was ist jetzt? Ich glaube, er ist verlangsamt worden. Oh, come on! So ein Arschloch. Safi muss am Leben bleiben, sonst bekommt ihre Jeff keine Dingens, keine Scheiße. Anti-Zauber? Okay, das war's dann mit deinem Tobsucht, würde ich sagen. Nicht? Okay. Bam, bam, da. Ich glaube, ich zauber mit dir einfach Vita oder sowas. Guck mal, Demuel. Also, er mag echt Zell nicht so. So gar nicht so. Okay, jetzt aber Mega Vita wäre eigentlich besser. Nein, nein, nicht angreifen. Doch, ich bin so kacke. Ich habe mich verdrückt. Geil. Ah, nein, ich will hier nicht verlieren. Live-Score dann plus Schweigen. Will er mich verarschen? Ja, okay, das ist in Ordnung. Er hat eh nie gern geredet. Mega Vita, Mega Vita, Mega Vita. Come on. Saugen, Alter. Nein. Oh, Mann. Scheiße, ich habe nur noch zwei Phoenix-Federn. Ich sollte echt mal mit dieser Kacke aufstocken. Es läuft gerade echt nicht gut, Leute. Ich hätte nicht so unvorsichtig sein sollen, tun mit Selfie. Ja, unvorsichtig sein sollen, tun mit Selfie, genau. Okay, fuck it, nutze einfach ein Vita auf dich selbst. So ein Ekelhafter. Auch wenn wir tatsächlich... er ist doch noch blind, oder? Holy shit. Oh, er hat aber getroffen. Cool. Nutzt du mal Medica? Weil blind können wir den Jungen echt nicht gebrauchen. Und wenn Zell schneller ist, ist das auch ganz praktisch. Geiles Medica. Okay, jetzt haben wir ihn aufs Maul. Wir können aber vielleicht... Oh, er hat sogar selbst Medica. Das ist interessant. Okay, dann benutzt du mal... Oh, fuck. Ja, dann benutzt du mal Medica auf Cell. Er muss ein Item einsetzen. Holy shit. Nein, hat er mich gerade stumm gemacht? Oh, was hat verfehlt? Warum auch immer? Seit wann haben wir Resistenz gegen Stummheit? Habe ich das einfach auf Selfie equipped? Könnte sein. Süß. Scheiße, wir sterben hier. Vita! Überleb! Lebe! Oh Gott. Vielleicht sollten wir doch unsere GF benutzen. Vielleicht haben wir ihn auch weiter aufs Maul. Oh Scheiße, das ist jetzt ein großes Problem. Jetzt kann sie nur noch angreifen, daran ist sie nicht gut. Ich hoffe, er stirbt gleich. Sel, was ist eigentlich los mit dir, mein Schatz? Kannst du auch mal... Ja, danke. Warte mal, ist das alles, was wir haben? Okay, dann benutzt mal eine Megapille auf sie. Ich bin so gefährlich. Okay. Wir könnten Doppel eigentlich gebrauchen, aber fuck this shit. Wir müssen ja einfach Schaden machen jetzt. Zauberst du ein Aqua? Auf wen machst du das? Der Wichser? Gerade hat es sie nicht erwischt. Jetzt aber schon. Okay. Fuck. Okay, haben wir einfach dem Vieh so viel Schaden raus, wie es nur geht. Fuck it. Haut den weg, den Ficker. Oh, fuck. Ich hab voll verkackt. Bam. Bam. Zack. Zack. Okay. Sonic Kick. Sonic. Zack. Fuck, ich hab verkackt. Oh, scheiße. Egal, wirklich so einen geilen Sonic Kick. Stirb endlich. Grrrr. So ein Ekelhafter.
Okay, wir sind ganz schön am Arsch. Spoiler. Zauber und bitte Medica auf sie. Und du machst weiter ein Duell. Fucking shit, wir werden die alle zerstören. Ja, sie alle. Sie alle ein Gegner. Holy shit, ich dachte nicht, dass ich so in Bedrängnis geraten würde, um ehrlich zu sein. Okay, du suchst noch so viel Schaden wie möglich in ihn reinzukloppen. Gott sei Dank hat Cell nicht mehr die Tobes und Scheiße. Oh boy, du wirst jetzt brennen. Burning Rave! Ich hätte vielleicht einfach normale weiter angreifen sollen, aber hey. Fuck it, jetzt haben wir es gemacht. Was ist das, du Arsch? Kannst du jetzt bitte sterben, Alter? Pliss. Oh, er ist tot. Hey, danke, mein Freund. Auf dich, mein Schatz. Auf dich trinke ich einen leckeren Schluck Mineralwasser. Auf den Gegner, der mich so sehr in Bedrängnis gebracht hat. Delicious, mein Zombie-Bruder. 20 AP hätte ich mir sonst durch die Lappen laufen gelassen. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht gewonnen, oder wenn die anderen nicht gekoppelt wären. Puh, das war tatsächlich ein Präsidentendouble. Es regt mich ja auf, dass wir darauf reingefallen sind. Infos, Infos! Hört gut zu, ich weiß jetzt, was der Präsident vorhat. Haha! Er will zum Fernsehsender. Da sind jetzt extrem viele Soldaten. Fernsehsender? Warum dann ausgerichtet in Timber? Von Galvadia klappt das doch genauso gut. Chef? Hat das etwa mit dem Dolett-Senderturm zu tun? Was ist das denn schon wieder? Also, pass auf, damals in Dolett. Im Fürstentum Dolett steht ein Sendeturm, mit dem Funkwellen gesendet werden können. Er war zwar lange nicht in Betrieb, wurde aber von den Galbardianern reaktiviert. Aha, verstehe. Der Sender in Timber ist der einzige, der Funkwellen aussendet. Alle anderen Sender benutzen HD-Kabelfernsehen. Und was hat das zu bedeuten? Sie machen Rundfunksendungen. Dadurch erreichen sie auch Gebiete, die keinen Kabelanschluss haben. So viel weiß ich ja auch. Ich wollte fragen, was genau der Präsident übertragen will. Warum will er Funkquellen benutzen? Er möchte etwas weltweit senden, auch in Gebiete ohne Kabelanschluss. Was könnte das sein? Porn. Ich meine... Frieden auf der Welt! Das wird sein. Funkquellen gibt es seit 17 Jahren nicht mehr. 17 Jahre, wenn die Unabhängigkeitsregelung als erste Meldung gesendet wird, wäre das ein Wahnsinn. Hey, vielleicht klappt das sogar. Wir sollten uns das mal überlegen. Kleinen Moment. Dürfen wir doch nicht nach Hause? Was steht eigentlich in dem Vertrag? Check das doch mal, Chef. Okay. Das soll eine Besprechung sein. Ja. Der Link ist ein süßer Boy. Ein Zeitungsartikel. Gucken wir uns den an. Die Schattenseite der Politik. Erstausgabe. Der Diktator der Republik Galbadia, Präsident Winsor Deling. Wir berichten über die verdeckten Geheimnisse und darüber, wie er seine jetzige Position erreicht hat. Spannend! Hi. Wir sind fertig, eine neue Mission. Goddammit. Zeig mir vorher mal den Vertrag. Ja, klar! Boah, der ist super pisst. Was steht da? Der Ballamgarden, der Auftragnehmer. Der Ballamgarden, der Auftragnehmer, das ist doch der Auftraggeber. Nein, der Auftragnehmer, klar, ich Dummkopf. Tritt hiermit eine Vereinbarung mit der Waldeule, Auftraggeber, über die folgenden Punkte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit dazu, sämtliche Missionen und Aufträge zu erfüllen, unabhängig von deren Aufwand und deren Folgen, mit der der... Keine Peilung. Wie? Den habe ich auch nicht verstanden. Als ich dem Direktor das sagte, hat er mir einen neuen Vertrag geschrieben. Toll. Euer Direktor ist wirklich nett.
Was steht da jetzt drin? Sehr geehrte Waldeule, dieser Vertrag zwischen Ihnen und den Seeds ist so lange gültig, bis Timber seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dies ist ein außergewöhnlicher Vertrag. Wir können keine zusätzlichen Seeds schicken. Erzählen Sie bitte auch niemanden von diesem Vertrag. Bonham Director Sid Kramer. Bis der Unabhängigkeit von Timber? Bis Timber unabhängig wird! Ist das ein Witz? Fuck. Ihr seid doch Profis, keine Widerrede. So, wer geht jetzt mit? Ich sammle Informationen. Oh, mein Magen. Ja. Wer von uns geht zum Fernsehsender? Oh, Rinoa muss mit, okay. Ja, ist kein Problem, da wird Rinoa halt die neue Selfie, yay. Ja, das passt. Du chillst hier so lang Selfie, ja? Was mache ich jetzt? Du chillst bei den Magenschmerzen-Typen. Genau! Okay, aber natürlich müssen wir sie zuerst koppeln. Und dir ein paar Zauber geben, wäre glaube ich nicht übel. Ah. Wir könnten ja... Moment. Wir könnten ja, zuallererst drum. So. Austausch, Renoir mit Selfie, zack. Hat sie auch die Zauber bekommen? Ja, anscheinend. Alle? Oh, tatsächlich. Ich dachte, die Zauber musste ich so. Okay, dann ist ja alles cool. Bam. Ich wünschte, ich könnte mich jetzt mal ein bisschen erholen oder so, ne? Wäre gar nicht so unsexy. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Weil wir sind schon ganz schön angeschlagen, ja? Just saying. Hast du den Konferenzraum gesehen? Die Schattenseite der Politik, der Zeitung berichtet über Dating. Ja, ist okay, hab ich gesehen. Ja, ist doch gut! Ah! Hey, Mann! Hast du nicht gefragt, woher Rinoa's Helfer kennt? Ich weiß leider nicht, weil ich vorher nicht dabei war. Bisher hat sie das niemandem verraten. Daher habe ich schlaflose Nächte. Alter, ist mir doch egal. Können wir hier pennen? Hey, mein Hund Nummer 2. Was geht ab, Doggy? Au, süßes Vieh. Wollen wir uns mal diese geilen Mein Hund Zeitschrift ansehen? Mein Hund Nummer 1. Willkommen, liebe Hundefreunde. Dieses Magazin möchte Ihnen einen Einblick in die Welt der Hunde gewähren. In unserer Erstaufgabe wollen wir Ihnen zeigen, wie Ihr Hund Sie vor Feinden schützen kann. Befinden Sie sich in Gefahr? Wird Ihr Hund Ihnen zur Hilfe eilen und den Gegner wegstoßen? Der XX Strike. XX ist der Name des Hundes. Der Angel Strike. Würde Ihr Hund diese Technik lernen sollen, müssen Sie immer mit ihm zusammen sein. Okay. Mein Hund Nummer 2. Oh, was für ein süßes Bild. Mein Hund Nummer 2. Denken Sie in Gefahrensituationen manchmal nicht, hilft mir lieber, anstatt den Gegner anzugreifen? In solchen Fällen sollten Sie dem Hund diese Technik beibringen. Ihr Hund holt ihren Tränke, ja, sehr gut, wie zum Beispiel Potions und bringt sie ihnen. Sie brauchen nicht einmal einen Vorrat anzulegen. Ihr Hund findet sie irgendwo und wendet sie automatisch im Kampf an. Die XX Vita, XX ist der Name ihres Hundes, ist eine sehr nützliche Technik. Na, ich hab lieber den XX Strike. Müssen wir, glaube ich, auf Rinoa gehen. Dann können wir hier lernen. Angel Storm, Angel Beta, Angel Kanone. Angriff auf alle Gegner. Ich hätte lieber einen Angriff auf alle Gegner. So. Obwohl sie die beiden schon gelernt hat, ne? Deshalb gehen wir mal lieber auf Angel Vita. Ja. Wundervoll. Ja, heile ich mich mal mit gewöhnlichen Mitteln, würde ich sagen. Ja. Geiles Medica mal auf alle. Und dann gönnen wir uns... Ach, Zeit kann ich hier nicht benutzen. Dann zaubern wir mal ein bisschen Vita, aber nicht von ihr, sondern von ihm hier. So, dass alle erstmal wieder voll sind, das ist doch ganz gut. Dann könnten wir theoretisch mal... die Zaubersteine mit Blitzgar und so erstellen. Wäre schon ganz sexy, aber ich glaube, das lasse ich noch. Weil vielleicht sind diese Zaubersteine ja für etwas Geileres später besser. Mit einem Wandler, den wir halt jetzt noch nicht haben. Wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung, vielleicht bekommen wir Erzengel oder so einen Zauber mit dem Lebenswandler oder so.
I don't know. Wir speichern auf jeden Fall erstmal hier. Dun. Wie lange nehmen wir schon auf? Auch 23 Minütchen erst. Alles klar. Gut, dann speichern wir hier. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt weiter. Yes! Oh, ups, okay. Dun. Wir haben uns lang genug herumgetrieben. Hey! Hey du! Hey! Der Sender, den erreicht man einfach mit der S-Bahn, Alter. Leider fährt zurzeit weder die S- noch die Fernbahn. Die ganzen Bahnverbindungen sind lahmgelegt. Das ist nicht so wild. Frag einfach in der Stadt. Bereit? Yeah! Viel Glück, ich werde hier warten. Leider sind wir jetzt doch irgendwie die Sklaven von diesen Waldäulen, aber hey. Jemand spioniert in unseren Uniformen herum. Wer könnte das nur sein? Er hat sich über den Besuch des Präsidenten informiert. Es fiel uns sofort auf, weil er über jede Einzelheit nachgefragt hat. Ich habe den Verdächtigen gesehen. Er hat kürzlich drei Jugendliche aus Ballamp irgendwo hingeschleppt. Ich werde jetzt alle verdächtigen Jugendlichen abchecken. Kommt nicht in Frage, ihr sollt nicht jeden einzelnen... Den Bürgern dürft ihr nichts, ne? Den Präsidenten entführen. Das ist eine Kampfansage gegen Galbadia. Werden sie finden und ins Gefängnis stecken. Lasst mich wenigstens zu Ende reden. Oh. Ach man. Ach, die Mucke hier ist so geil. Wir brauchen Items, Leute, das ist wichtig. Jetzt weiß ich's wieder. Was denn? Der Fernsehsender müsste hinter dem Timbermaniacs-Gebäude zu stehen sein. Geht einfach in diese Richtung. Ich habe ja nicht gesagt, dass dort ein direkter Weg hinführt. Und beeil dich, verdammt, die Galbadianer kommen. Seid bitte vorsichtig, hier lauern überall Soldaten. Das Hotel könnt ihr nicht benutzen. Wenn es euch schlecht geht, probiert bitte die Träne der Eule aus. Die bekommt ihr vom alten Nebenmann. Was? Die bekommt ihr vom alten neben dem Bahnhof. Seid ihr seht, aber ihr seht, seid ja super stark und braucht sowas nicht. Und ich sollte mein Handy vielleicht auf stumm schalten. Das wäre möglicherweise eine sehr, sehr gute Sache. So, oh, sorry Leute, ich bin ganz gut gekommen. Alles klar, Handy still. Wir wissen unsere Destination. Cool. Aber ja, gucken wir uns erstmal hier um. Ich will zum Pet Shop. Mal gucken, was die haben. G-Potion, G-High-Potion und man holt mal 3 und 4. Und vergiss mal nicht, GF-Ability kann gelöst werden. Oh, ups. Zauberbuch. Gibt eine GF-Ability Zauber? GF-Draw? Ja, das ist nicht so wichtig. Aber die Scheiße würde ich, glaube ich, gerne haben. Für den Fall, dass wir Rinoa halt wirklich benutzen wollen. Ja, machen wir das mal. Kann ich auf was verticken? Ja, ein bisschen Kram bestimmt, aber den will ich eigentlich behalten. Okay, gucken wir uns mal diese Zeitschrift an, weil damit können wir halt neue Fähigkeiten für Rinoa lernen, oder für Angel, besser gesagt, für den Hund. Meine Hund Nummer 3, die Fähigkeit, die Ressourcen hängen mit der Konstellation des Mondes zusammen. Wie romantisch, nicht wahr? Wussten Sie, dass wenn man sich diese Kraft zunutze machen kann? Diese Kraft heißt unsichtbarer Mond. Die Kraft des Mondes macht ihre Truppe für eine kurze Zeit unbesiegbar. Wenn sie diese Kraft nutzen möchten, laufen sie einfach mit ihrem Hund durch die Gegend rum. Okay. Mein Hund Nummer 4. Kennt ihr das Gefühl der Machtlosigkeit, wenn sie von Monstern kampfunfähig geschlagen wurden? Auch wenn sie wiederbelebt werden, passiert ihnen das immer wieder, wenn uns jemand helfen könnte. In solchen Fällen nutzen sie XX Reavers. Ihr Hund wird mit einer Phönixfeder ihre kampfunfähigen Freunde nur wiederbeleben. Das ist ganz schön stark. Aber Angel soll erstmal Vita lernen, das ist schon gut. Hey, Kind. Ah! Luke ist so süß! Ich hab Luke von diesem Händler bekommen! Luke ist scheiße süß, das stimmt. Herzlich willkommen, gefällt dir Timber? Das ist die schönste Stadt der Welt, Timber speziell. Tränende Eule, Stadtführer, Magazin, wie unanständig. Das war jetzt hier, das ist leider nicht für Jugendliche. Außer bei Thorn. Er hat bei mir so viele gekauft, dass ich eine Ausnahme machte. Was ich ihm aber nicht besorgen konnte, ist die Zeitschrift Girly Times. Falls ihr sie finden solltet, sagt Thorn Bescheid, ja? Thorn ist also so ein Dude. Huch? Kämpfe? Hier?
Dun, 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 dun. Ein geiler Galbadier-Soldat. Oh, er hat... Ja, komm, lagern wir mal ein bisschen Vita. Oh, okay, er ist tot. Da konnte die Rino ja gar nicht richtig in Action sehen. Naja, sie sollte nur drawen, aber hey. Details! Scheiße Galbadier-Soldaten, die hier überall rumlaufen, ja? Richtig ekelhaft sind die. Aber ja, scheinbar nicht alle, wie wir gesehen haben. Der eine Typ wollte ja, dass sie den Bewohnern nichts tun und so. Ja. Der gesamte Bahnverkehr wurde anscheinend gestoppt. Normalerweise fahren hier viele Züge. Ich liebe die Aussicht hier. Okay, das ist gut zu wissen. Bis dann. Weapon! Kommen wir da mal rein. Denn dafür fehlt mir noch ein geiles Eisenrohr. Na gut. Ich habe eine Katzenallergie, aber meine Tochter liebt Katzen über alles. Was mache ich denn jetzt nur? Okay, ins Hotel sollen wir nicht gehen, hat man uns gesagt. Dann gehen wir nicht ins Hotel. Du weißt doch, was mit deinem Kind passiert, wenn du einen Rebellen hier durchlässt, nicht wahr? Wir müssen schnell zum Fernsehen, bevor jemand wegen uns zu Schaden kommt. Ja. Aber dieser Typ ist richtiger Arschlöcher. Der Bürger aus Timber gehört doch alle zum Widerstand. Idioten! Wenn ihr euch fügt, würde dieser Stand bestimmt aufblühen. Und was ist mit dir? Bist du glücklich, nachdem du deine Seele verkauft hast? Wir pfeifen auf sowas. Wir wollen nur unsere Freiheit. Wenn ihr das nicht begreift, werdet ihr uns niemals verstehen können. Wenn es nach mir ginge, bist du der Idiot. Weil du deine eigene Freiheit verkauft hast. Halt die Klappe! Nein! Oh, okay. Nein. Und dann kämpfen wir einfach. Das ist okay. Hauen wir dem Faggots aufs Maul. Dun, 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 dun. Lass die scheiß Bewohner von Timber in Ruhe, Assis. Feuer, Eis, Blitz. Ja, Analyse geht immer. Dun. Ja, ich benutze Rino jetzt noch ein bisschen dazu, Kram zu sammeln. Obwohl, ich kann euch ja mal einen Angriff von ihr zeigen, weil der ist ziemlich cool. Hui! Mit diesem geilen Ring. Das hat schon ziemlich Style. Ist allerdings nicht sonderlich stark, wie wir gesehen haben. Ist keine Gunblade, ist keine Gunblade. Aber hey, was ist das schon? Geile Level-Ups, die mir nichts bringen. Keine neuen Skills? Nee. Danke, ich konnte es nicht mehr aushalten. Vielen Dank. Aber ich kann euch hier nicht durchlassen. Es tut mir leid. Nicht? Es tut mir leid, ich kann euch nicht durchlassen. Ach man, wir haben euch gerade geholfen. Kommt schon. Na gut, suchen wir uns halt einen anderen Weg. Whatever. Der geile Soldat. Mal sehen, ob wir überhaupt was von ihm drawen können, bevor wir ihn abschlachten. Ja, er lebt noch. Oh, okay. Doch nicht. So Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute von Final Fantasy 7. Wir haben Lebenswandler, Hype und Gegner 50%, das ist super stark. Wie auch immer, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Bis dann, Leute. Ciao.